Heyo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, es ist wieder mal lange her, wieder mal eine Woche, kein Horizon für mich. Und ja, jetzt kann wieder losgehen, sehr schön. Die erste Folge einer neuen Aufnahmesession. Steilkuppen, okay. Wir hatten ja letzte Folge schon ein bisschen am Ende getalkt, dass wir die Hauptquest uns wieder mal geben wollen. Ich war auch schon auf dem Weg dorthin, doch dann... wo ist die Karte hier? Kam mir dieses kleine Gebiet hier in den Sinn. Untersuche den Steinbruch. Ich dachte mir so, was war denn das nochmal? Keine Ahnung. Dann gucke ich mir die Titel der von alten Folgen durch und denke mir, ah, das war das. Okay. Ich kann mal die Folge in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ich nicht vergesse, ich vergesse es hundertprozentig. Da könnt ihr nochmal nachgucken, wie das Intro dazu war. Das ist einfach eine Quest, eine Nebenquest, die wir eingesammelt haben und die wir jetzt einfach auch mitnehmen. Und ja, wir müssen in den Steinbruch darunter und ihn untersuchen. Und wie kommen wir darunter? Ich habe keine Ahnung, wie sollen wir darunter? Hä? Den Weg, wo ich nicht sterbe, vielleicht? Hier vielleicht? Du das sieht doch gut aus. Kleidung, die deinem Heldenmut entspricht, Nora. Danke. Ich glaube nicht, dass ich dir helfe. Nett von dir. Ich bin echt gespannt. Ich bin so fucking gespannt, was das. Wie komme ich hier runter? Überlebe ich das, wenn ich da drauf springe? Ja, yep, überlebe ich. Ja. Aua. Ich hätte mich vielleicht ausrüsten sollen, bevor wir herkommen. Ich habe einen fucking Heiltrank. Und den muss ich jetzt nehmen. Geil. Wir haben nichts. Aber schon mal gar nichts. Ah, wir können uns kein einziges Mal heilen. Wie schön. Ein Lohe-Trank. Hier stehen Lohe-Tränke. Oder Lohe-Behälter. Das ist nicht gut. Das bedeutet, dass es ein größerer Kampf werden könnte. Oh, das ist so eine riesige Fläche. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe fucking Angst. Nee, ohne Scheiß, ich hab wirklich fucking Angst. Wo kommt dieser Steinhaufen her? Ich hab Schiss. Was? Was ist das denn? Wir müssen weg hier. Oh shit. Der ist wirklich groß, was? Der ist mehr als wirklich groß! Ich muss ihn zuerst scannen, das wird uns nicht. Oh du Scheiße. Ich wollte ihn doch nur scannen! Ich wollte ihn doch nur scannen! Ich muss doch wissen, wie ich mit ihm kämpfen soll! Ah! Nice! Ich bin gerade. Okay, hier ist er. Steinbrecher! Ja, nice! Was ist das für ein Teil? Harte Außenhülle, die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Körper, Schwäche, Eis. Ah, wir haben keine Eispfeile. Stärke, Feuer. Geil, wir haben Feuerpfeile. Finde ich gut. Ah, Grabearm. Abriss, sehr schön. Schwäche, alles. Ja, ist auch gut. Keine. Schwäche, alles. Stärke, keine. Alles schön. Wir bräuchten Eis! Wir haben kein fucking Eis. Haben wir Eis? Haben wir Eis? Nein, wir haben kein Eis, oder? Brutstätte Zeta, dann können wir den überbrücken? Wirklich? Oh shit! Okay, wir haben kein fucking Eis. Ah! Ich versuche einfach mal, dem ein paar Waffen wegzunehmen, ein bisschen mit Zersprengerpfeilen zu arbeiten. Wenn ich wüsste, wo er kommt, dann bleibt er nie lange da! Oh shit! Ich wollte den Lohe-Behälter explodieren lassen. Vielleicht brennt er dann, dachte ich mir. Okay, so viel Schaden hat er nicht genommen. Ach du Scheiße, was ist das für ein Teil? Und ich habe keinen einzigen fucking Heiltrank. Das könnte ein Riesenproblem werden. Oh shit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie willst du denn gegen den kämpfen? Kommen wir mal einen Pony zur Hilfe. Wie willst du denn gegen den kämpfen? Ich bräuchte einen Schockpfeil, wenn wir ihn paralysieren vielleicht. Wenn er geschockt ist, haben wir vielleicht eine Chance. Moni, kannst du mir mal bitte helfen? Ach du Scheiße. Alter, was hat er bitte für einen Lebensbalken? Lass mich verarschen. Kann er den Stein hier zerstören? Wahrscheinlich. Oh shit, oh shit, oh shit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, Mann.
Das Teil ist kompliziert und es kommt näher! Alter! Wie soll ich ihn den erwischen, bitte? Ach du Scheiße. Oder Eis kann man den. Ach du Scheiße! Okay. Der hat eine fucking Eisschwäche, ich habe aber keine fucking Eispfeile! Ach du Scheiße! Feuer! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot, das war's gleich. Oh fuck! Alter! Dieses Teil! Komm doch her! Ich habe zum allerersten Mal besprengt fallen. Komm her. Ja, komm. Ja, komm. Sehr geil. Wir werfen mit einem Stein. Okay, ich muss weg. Ich muss fucking weg. Ich muss weg! Wie schnell ist der Fixer? Oh, shit. Okay, das könnte mein Ende sein. Kommt mal bitte hier hoch. Bitte. Hier. Komm mal bitte. Alter! Ah! Ah, das war's. Ach du Scheiße, was? Alter, du willst mich doch verarschen. Was ist das für ein Vieh? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Warum erst Teiltränke? Du bist wirklich groß, was? Ja, ist er! Ich glaube, ich werde das erste Mal einen Schockfallen abhalten. Ich wusste nicht, wie fixiert, das habe ich. Null Chance! Okay, den Stein kann ich in wenigstens. Aua! Ein bisschen abhalten! Ich muss den geschockt kriegen! Aua! Mann! Aua! Fuck you! Alter, wie soll man denn bitte den ohne Heiltränke besiegen? Wo ist der Dulli? Wir haben den gleich geschockt. Alter, wenn der ganze Schockeffekt jetzt weg ist, ne? Alter, der ganze Schockeffekt ist weg, ja geil. Willst du den denn bitte paralysieren? Das ist unmöglich. Ich brauche fucking Eispfeile. Ja, geil. Nee, das wird nichts. Das wird so nichts mit der Ausrüstung, die wir haben. Das wird nichts. Nee, das wird so nichts. Kannst du nochmal mit Zersprengerpfeilen versuchen? Ob das eventuell eine Auswirkung auf den Typi hat? Ansonsten. Alter! Du kannst auch nicht ausweichen, so schnell wie der ist. Alter! Das hat mir selbst mit dieser Sprengerpfeile geschadet. Sehr geil. Alter! Wie willst du gegen den bitte kämpfen? Das ist doch eine Idee. Also, du bist eine Klippe, ne? Scheiße. Ich cheate jetzt. Da kommt doch sicher trotzdem hoch, oder? Kann er mich hier drüben angreifen? Wenn nicht, wäre das leichtes Gecheater. Dort sind Lohwälder. Weil regenerieren tun die Maschinen nicht, das weiß ich. Es wäre leichtes Gecheater, wenn wir uns hier hinten verstecken können, aber why not? Aua, 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 aua! Okay, die Geschosse machen doch heftig Schaden. Okay, shit. Ich glaube, der regeneriert nicht, wenn ich hier unten bin. Ne? Ich brauche eine Heilung, das geht so nicht.
Leute, heute wird gecheatet. Alter! Ja, aber so kriegen wir den down. Der kann uns hier nichts machen hinter dem Abgrund. Denn ich glaube, der ist wirklich nur auf diesen Kessel hier beschränkt. Habe ich so das Gefühl. Ich muss den Rachen treffen. Fuck you! Alter, wie gut das funktioniert mit dem Verstecken! Das ist so heftig cheaten! Oh shit, falsche Richtung! Wow! Okay, mein Bänder schon funktioniert mit dem Verstecken. Warum dann nicht? Warum dann nicht Präzisionspfeile? Die machen doch deutlich mehr Schaden. Den zweiten drauf. 150 Schaden. Sehr geil. Alter! Cheater for life! Das ist zwar leicht nicht der ehrenwerteste Kampf, den ich mir vorstellen könnte, also. Ja, komm, lass mal so stehen im Raum. Oh shit! Weil aber der cheatet auch. Die Maschine cheatet auch. Seht euch das einfach an. Wo ist der Dulli? Oh shit, da bin ich in die falsche Richtung gerollt. Hat Eldor eigentlich eine natürliche Regeneration oder muss ich irgendwelche Blütchen fressen? Ich habe keine Ahnung. Kommt der Dulli gleich wieder auf? Nee? Hallo? Ach, da drüben. Ich hab aber doch lieber, glaube ich, mit den Abrissfallen. Weil ich damit deutlich flexibler bin und schneller schießen kann. Das macht am Ende, glaube ich, mehr Schaden. Ja, ich glaube. Ja, mit Abrisspfeilen oder mit den Pressionspfeilen macht man zwar auf einen Schuss mehr Schaden, aber ich kann einfach viel schneller schießen mit den gehärteten Pfeilen. Ach du Scheiße. Ja, okay, halb rund haben wir schon. Alter! Hätte ich eine Ausrüstung mit Eispfeilen und so weiter, ne? Das wäre so von Vorteil gerade. Ich glaube, wir müssen echt mal wieder ausrüstungstechnisch aufrüsten. Echt nicht mehr on the top mit der Ausrüstung. Ich weiß ja, dass es ist okay. Ich habe keine fucking Scherben. Geil! Wir sind pleite, Leute! Okay, ich muss zwischen den Aufnahmen mal wieder farmen gehen. Das geht so nicht. Und den kriegen wir doch noch da mit unseren restlichen Pfeilen, oder? Stimmt. Ach du Scheiße! Das war dumm. Alter! Fehlt wirklich alles, das ist unglaublich. Ich weiß zwar, dass Feuer nicht effektiv ist gegen den Dulli, aber ich will es trotzdem versuchen, weil so ein geiler Feuerschaden ist doch ganz sinnvoll. Nee, Feuer bringt gar nichts. Ich hatte keine Stärke gegen Feuer, wir machen nicht mal Schaden damit. Jetzt würden wir mit den normalen Jägerpfeilen kämpfen, wie geil! Es wird antik, Leute. Ach, du Scheiße. Oh shit. Alter, wir müssen echt Pfeile sparen, das wird sonst nichts. Regeneriert der? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er regeneriert. Kann ich wieder da drüben raufmachen, dass ich die Lower-Bälle zerschießen kann? Ich mach mit einem Jägerpfeil 19 Schaden. Sehr gut. Man entspannt den Jägerbogen sauschnell. Aber das war's dann auch. Wir brauchen echt einen Kriegsbogen. Wir haben immer noch einen Nora-Kriegsbogen. Das ist so low. Wir brauchen einen Schattenkriegsbogen, weil das ist das nächste Ziel. Aber den will ich jetzt noch down kriegen, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert. Zeit und Blut und Schweiß. Den müssen wir doch jetzt down kriegen, oder? Das ist scheiße. Habe ich nicht irgendwas
Irgendwas, was sau viel Schaden macht. Der Rassler beispielsweise. Bei dem ist doch echt scheißegal, wo wir treffen. Ist auch ein Schattenrassler? Sehr geil. Hä? Okay, das ist auf jeden Fall eine Waffe für kurze Distanzen. Warte mal. Haben wir momentan nicht irgendeine Waffe noch, die wir noch nie eingesetzt haben? Den hier zum Beispiel, Stolperfalle. Ich leg die mal hier auf den Schock. Gucken wir mal, ob mit der Stolperfalle irgendwas ausrichten kann. Blöd ist nur, dass der sich nicht bewegt. Das bedeutet. Kann man bitte da reinlaufen? Wäre gut zu wissen, wenn ich wüsste, wo der auftaucht. Okay, das hat so weit. Nice. Aua! Scheiße, 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 scheiße. Alter, das hat sich fast ausgenockt. Das kann doch nicht sein, dass wir keinen einzigen fucking Heiltrank mehr haben. Ich schluck einfach mal das hier. Keine Ahnung, wofür das ist, aber. Ja, okay, das war Feuerresistenz, das weiß ich schon, aber. Du willst mich doch verarschen, ich hab mit der falschen Stolperfalle umgehen. Ich muss echt mal mit den anderen Waffen üben. Bögen und so sind zwar gut, schön und gut, aber. Irgendwann bringt's das nicht mehr. Gut, das hat nur, wenn er untertaucht, verliert er, glaube ich, jeden Effekt, den wir ihm zuvor zugefügt haben. Habe ich gerade so das Gefühl. Alter! Du willst mich doch verarschen. Nee, ich kann mit der Stolperfalle nicht umgehen. Das wird so nichts. Das wird so nichts mit der Stolperfalle. Ich glaube, wir damagen den einfach runter mit Jägerpfeilen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Das tut mir natürlich auch leid, dass es jetzt ein bisschen langweilig ist. Aber es muss sein. Ich will diesen Kampf nicht verschwendet haben. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Der macht so fucking viel Schaden. Alter, wir müssen uns echt besser ausrüsten. Equip-technisch müssen wir uns echt besser ausrüsten. Wir haben teilweise noch Nora und hier und Kater-Zeug. Wir müssen auf jeden Fall auf Schatten-Zeugs aufrüsten. Aber den kriegen wir noch so down. Den werden wir noch so down kriegen. Lass los, Edel! Ey, wieso hat sie jetzt nicht losgelassen, die blöde Bar? Wenn ich jetzt noch sterbe, ne? Das wird so abfacken gerade. Alter! Eine komplette Folge, ein Kampf. Auch schön. Nein, ich schneide da keine Zeit drauf rein. Wir sind hier nicht bei GTA. Das ist Horizon. Da gibt es die geballte Ladung. Nee, ey, Leute. Ah! Ja, zwei Pfeile wieder laden. Fuck you! Was? Nachkraft. Also kann ich die denn nachkraften, die nicht? Wo hatte ich denn bitte Scherben her, dass ich die nachkraften konnte? Keine Ahnung, egal. Lassen wir es so stehen. Komm, so viel fehlt bei dem nicht mehr. Gib ihm! Alter, ihr wollt mich doch essen. Kannst du mal bitte weggehen? Du bist mir nicht sympathisch, wenn du hier so nah dran bist. Nee, ich riskiere nichts. Nee, auf keinen Fall. Alter. Sieh doch alleine die Druckwellen an. So. Ein, zwei Schüsse noch mit dem Doppelpfeil und was war's aber. Komm schon! Gib ihm! Putz, Digga! Nice! Gewesen sein. Alter, Aloy! Halten, durchsuchen, Scheibenbrecher. Ja, der erschien. Oh, what? Hui! Was ist das denn? Eine 38% Schockspule und eine 34% Handhabungsspule? Ja, geilo. Ah, okay, es hat sich gelohnt. 130 Metallscherben. What? WTF und Steinbrecherherz. Wie geil. Also, nehme ich alles. Alter! What the fuck? Passt irgendetwas davon vielleicht?
auf die Waffen. Eventuell auf den Jägerbogen hier. Schatten, Scharfschutzbogen auch nicht. Das ist alles nur Kriegsbogengedöns, habe ich so das Gefühl gerade. Nee, pfui. Außer ich bin im Inventar. Ich bin so dumm. Waffen modifizieren. Hier. Hier. Handhabung! Für den Scharfschussbogen! Easy! Ja! Geil! Druff! Nice. Sehr, 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 sehr geil. Dafür habe ich auch was? Nee. Nee, nee, nee. Ich will Lila-Zeugs drauf haben. Ich will fucking Lila-Zeugs drauf haben. Hier habe ich Lila-Zeugs. Nämlich Schock zweimal. Geil. Hier hätte ich auch Lila-Zeugs. Schock zweimal. Ah, ich bin ein Rassler irgendwas? Nee, okay. Ah! Ich mal testen. Schieß ich jetzt schneller? Erstmal das Nachcraften. Scherm im Inventar ist erstmal zweitrangig. Erstmal das Nachcraften. Einfach im Kreis rumgehen und alles nachcraften. So, haben wir alles voll? Sehr schön. Konnte ich da nicht erschießen? Was ist das? Was ist das? Okay, lassen wir es so stehen. Wie komme ich denn tatsächlich wieder rauf? Runterkommen war eine Sache, aber hoch? Komme ich denn da hoch? Da drüben wahrscheinlich. Ja, da drüben geht sogar ein Weg. Siehst du mal, Rayon, da drüben ist ein Weg. Den hättest du auch nehmen können. Ah! Das war schon ein sehr heftiger Kampf. Ich gebe zu, wir haben nicht sehr ehrenhaft gekämpft. Und das war wirklich kein fairer Kampf, so wie wir gekämpft haben. Aber das Teil war auch OP, Leute. Das müsst ihr einfach zugeben. Aloy ist verletzt. Die tut mir voll leid. Oh, Mann, Aloy. Püppchen. Aber wir haben es im Endeffekt geschafft. Mit List haben wir es geschafft. Mit List haben wir ihn ausgetrickst. Hi! War heftig, ne? Ja, hi. So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Jo. Und auch keine solche Jägerin. War gut, ne? Nimm das. Skill. Es ist aus dem Steinbruch. Aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Das war eine Maschine aus der Tiefe. Sonnenpriester, der sich in eine Händlerstochter verliebt. Bemerkenswerte. Oh. Da helfen wir mal noch schnell, ne? Nee. Schatzkiste. Okay, können wir jetzt alles öffnen. Ah, was? Grauhabichtlinse. Okay. Noch eine Abrissspule und ein bisschen anderes Zeug. Alter, wir haben mega viele Kisten nie geöffnet. Okay, das ist alles eine Sprengfalle. Nice. Okay, wir haben schon mal Sprengfallen vorrecht. Die finde ich gut. Oh, ja, das sind die Karten. Kann ich die einsetzen? Achso, nee, die hat man nur im Inventar. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. So. Nice. Ich habe das schon viermal. So, Leute. In der nächsten Folge werden wir erstmal Aloy ein bisschen verarzten und dann geht's auch los auch zur Hauptquest, Leute. Morgen soll es wirklich losgehen mit der Hauptquest. Die Stadt der Sonne. Wir wollen Olin im Grab mal aufsuchen oder in der Grabstätte oder Grubstätte. Ich habe keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall morgen Olin. Eine tolle Show. Sei still. Wir werden auf jeden Fall morgen Olin suchen. Morgen geht's weiter mit der Hauptquest. Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt auf jeden Fall Kommi, Kritik, Pipapo und alles in die Kommis, ne? Ihr wisst ja, wie es läuft. Und lasst eine Bewertung da. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Guckt auf jeden Fall auch mit anderen Projekten vorbei, ne? Ciao.